einmal ausgegrenzt. Kann dir nichts passieren? Hast du schon mal jemanden ausgegrenzt? Ertappst du dich manchmal dabei, Vorurteilen zu glauben? Glaubst du an den Rechtsstaat? Wurde dir schon mal Gewalt zugefügt? Warst du schon mal gewalttätig? Hast du manchmal rassistische Gedanken? Erfreust du dich am Unglück anderer? Hast du Gewaltfantasien? Fragst du dich manchmal, was geht mich das an? Zur deutschen Befindlichkeit. Entschuldigung, was heißt, was denke ich? Wie, was ich denke? Meine ehrliche Meinung? Ja, genau. Was denken Sie? Sie müssen doch irgendwas denken. Damals war alles besser. Was denken Sie? Ich will die Deutsche Mark zurück. Ich wüsste ja gar nicht, wo ich Ausländer kennenlernen sollte. Und wer muss für alle anderen bezahlen? Natürlich die Deutschen. Wir sind nicht das Weltsozialamt. Also ich bin auf jeden Fall froh, nicht in einem Entwicklungsland zu leben. Kann nicht sein, dass wir 12 schlimme Jahre in Deutschland hatten und jetzt 200 Jahre Asche über unser Haupt streuen müssen. Normalerweise ist Religion ja kein Integrationshindernis, aber der Islam irgendwie schon. Sie nehmen uns unsere Kultur. Wir haben doch jetzt schon keine nationale Identität mehr. Kanake!
sind die bekloppt. Ich will die deutsche Mark zurück. Nein, nicht unsere deutsche Kultur wegnehmen. Damals war alles besser. Naja, weißt du, so lustig ist das alles gar nicht. Warum? Das sind doch nur Sprüche. Ja, aber merkst du denn nicht? Das gab's doch schon mal. Es wiederholt sich. Ach komm, das kannst du doch unmöglich so ernst nehmen. Die denken doch überhaupt nicht nach, bevor sie irgendetwas sagen. Eben, das ist ja das Gefährliche. Denn sie machen die Meinung und sie verbreiten Hass und Gewalt. Siehst du das Ganze nicht ein bisschen zu dramatisch? Na, dann erzähle ich dir mal eine Geschichte. Greta. Sie ist 16 Jahre alt und lebt mit ihrem Vater im Warschauer Ghetto. Sie hilft ihm in seiner Arztpraxis. Ach, Greta, bist du denn immer noch so schreckhaft? Langsam müsstest du dich doch daran gewöhnt haben. Wie soll man sich an so etwas gewöhnen? Immer diese Schüsse und wir leben hier eingesperrt im Ghetto. Na, na. Wir sind Juden, also leben wir im jüdischen Wohnbezirk. Wohnbezirk? Ist das dein Ernst? So ein schönes Wort für so einen Dreckshaufen? Auf den Gehwegen stapeln sich Kot und Abfälle. Niemand darf den Müll entfernen. Es leben einfach viel zu viele Menschen auf engstem Raum. Sie sind zerlumpt und haben nicht genügend Geld, sich die nötigen Nahrungsmittel auf dem Schwarzmarkt zu kaufen. Aber dir fehlt es doch an nichts. Hast du nicht ein schönes Zuhause und Essen genug? Ja, weil du Arzt bist und die Leute dir geben, was immer sie haben, damit sie in den Luxus einer ärztlichen Behandlung kommen. Aber so ist doch allen geholfen. Die Leute haben einen Arzt und wir haben was zu essen. Wie kannst du nur die Augen vor der Wahrheit verschließen, wenn es unserer Gesellschaft nicht gut geht? Wie lange kann es uns dann noch gut gehen? Wir haben kaum noch Verbände und Medikamente mehr. Und weißt du, wie lange du überhaupt noch praktizieren kannst? Auch dann werden wir irgendeine Lösung finden. Die können uns nicht vorschreiben, wie wir zu leben haben, ohne sich dann um uns zu kümmern. Kümmern? Die Nazis? Um uns? Du meinst die Nazis? Dieselben Nazis, die uns aus unserem schönen Haus in der Kowalski-Straße vertrieben haben, nachdem sie es mit Schmierereien verschandelt haben, nachdem sie uns auf der Straße mit Schimpfwörtern verhöhnt und hin und her geschubst haben. Diese Nazis werden sich jetzt um uns kümmern? Glaubst du das wirklich? Was ist passiert? Komm hierher, beruhig dich. Das waren diese Nazi-Schweine. Psst, nicht so laut. Die sind überall. Greta, es gibt Gerüchte. Gerüchte? Wovon redest du? Ganze Familien werden abgeschleppt, mitten in der Nacht. Und sie tauchen nie wieder auf. Thomas, das klingt schrecklich. Aber es ist die Wahrheit. Und sogar noch schlimmer. Man sagt, sie werden verbrannt. Wenn das wahr ist, was du da sagst, dann... Dann müssen wir fliehen, aber wie soll ich nur meinen Vater davon überzeugen? Er sieht nur, was er sehen will. Thomas, du musst mir helfen, Vater zur Vernunft zu bringen. Und dann fliehen wir, alle zusammen. Greta, ich kann nicht fliehen. Ich muss hierbleiben und gegen diese Schweine kämpfen. Psst! Was nützt es mir, wenn ich in Sicherheit bin? Aber so viele andere Menschen wären es nicht. Auch wenn es dich das Leben kostet? Auch dann. Aber... Vielleicht ist der ganze Spuk ja eh bald vorbei. Lass uns noch ein bisschen warten.
Jetzt redest du schon wie dein Vater, Greta. Auch ich habe Angst. Aber ich kann nicht sterben, ohne es wenigstens versucht zu haben. Und sterben werden wir eh. Irgendwann sind auch wir dran. Die knallen uns doch einfach ab. Okay, ich werde dir helfen. Was hast du denn vor? Ich habe Flugblätter gemacht. Die Leute müssen zusammenhalten und sich gegen das Unrecht zur Wehr setzen. Wir dürfen nicht länger warten, sonst ist es zu spät. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Hier, die Flugblätter. Krasse Geschichte. Wie unangenehm. Also lustig war das jetzt nicht. Aber es ist die Wahrheit. Muss das sein? Muss man uns wirklich damit belästigen? Ich weiß ja, was passiert ist, aber wollen wir es nicht wieder was Lustiges machen? Ja.